Good morning in the morning. Ich habe mal ein bisschen Schiss, wenn ich mich auf so Stühle setze. Guck mal, dass die brechen. Na, guck mal, wie der sich biegt. Oh Gott, nee. Okay. Ich bin auf Mallorca. Ich bin seit 2 Tagen hier. Wir haben heute Montag, den 29. Januar. Und ich bin am Samstag angereist. Und Emma und ich haben eigentlich nur gechillt. Wir haben uns viel ausgetauscht. Gestern einen richtig schönen Tag gehabt. Gestern war so schönes Wetter. Und haben einfach so richtig schön gebruncht, mäßig geluncht. Wir waren davon auch auf dem Markt. Das war traumhaft. Haben da alles eingekauft, Käse und so. Und es war so schön. Und heute, ich mache mich jetzt gerade fertig. Wir haben jetzt 9.30 Uhr. Wir machen jetzt gleich Frühstück. Und dann gehen wir heute nach Palma in die City. Weil Emma wohnt ein bisschen außerhalb. Wir haben 2, 3 To-Dos. Ich muss Emma nochmal fragen. Emma wollte noch ein paar Sachen erledigen. Ich habe überlegt, zum Friseur zu gehen. Und ich glaube, sie wollte noch ein paar Sachen hier fürs Haus kaufen. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt ready. Und dann geht's nach Palma de Mallorca. Ich liebe Mallorca einfach. Ist einfach ein feel good place. Hier fühle ich mich so, so, so wohl. Look who just joined. Look who it is. It's Pablo. Hi Pablo. Hi Pablo. Pablo liebt mich richtig. Und ich liebe Pablo. Pablo, sitz. Good boy. Dann geht die ganze Zeit zu meinem Koffer und riecht an meinem Koffer. Ich weiß nicht warum. Das macht er schon seit 3 Tagen. Oh, Pablo, aus. 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 Pablo, aus. Ich glaube, die Socke sehe ich nie wieder. It's her casa. Casa della Emma. Das ist so, wie jetzt wäre ich deine Therapeutin. Okay, warte, ich leg mich hin. Pablo's the emotional support dog. Hi, Pablo. Wie fühlst du dich heute? Das kann ich. Stopp, dann ist die Haare. Die ist auch ein bisschen hairy, aber ich glaube, die sind alle dran. Er hat irgendwann im Screen gesagt. Heute hatte ich einen sehr, sehr, sehr tiefen. Überall sind Würmer, Leute, und ganz so. Wo ist Fonda? Fonda? Mhm. Ja, das ist hier so ein Einkaufszentrum, aber da gibt es alles. So ein Gartencenter, es ist aber auch ein... Wisst ich liebe Gartencenter. Das ist Yannick's Happy Place. No, it really is. Ja, die haben da aber auch Möbel, die haben Hundesachen, also die haben alles. Und das ist einfach richtig geil, da durchzulaufen, weil das so nach Themes geordnet ist. Was ist dieser Knopf? Das war mal so für so eine Handyhalterung, aber ich habe das verloren, das andere Normal Stück. Plug. Ja, manchmal setze ich mich da drauf. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall so von da. Heute ist das Wetter nicht so gut, aber trotzdem gut. Genau. Wir haben Januar, Leute. Wir haben 20 Grad, also wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren. See you later. Bye. Erstens voll der Vibe mit den Palmen, ich weiß. Und zweitens, wir sind da. Fronda. No front. Fronda. Ich dachte immer, es heißt Fonda. Und deswegen weiß ich immer so, wir gehen zu Jane Fonda. Aber es ist Fronda. It's a follow me around. Hi guys. Hi, welcome to my crib. Du siehst aus wie das Interior. Ich weiß auch nicht. Wie was? Du siehst aus wie das Interior. You're giving interior. Und Leute, wir sind hier gerade im Baumarkt essen. Also, es klingt random, aber hier ist einfach mitten im Baumarkt ein Café. Und wir haben literally vor 2 Minuten bestellt. Ich war nur kurz auf Toilette und das Essen ist schon da. Wie schnell ging das bitte? Wow. Yeah, where's the bread? Ja, Leute, wir haben 12 Uhr. Es fängt schon an. Thank you. Wie viel Uhr haben wir? 13.30 Uhr. Ja, dann ist okay. Oh, wir wollten eigentlich in den Laden Rebikes. Oh, der hat immer zu, ich swear. Aber so sieht's da innen drin aus. Und die haben so schöne Sachen und auch die Prints. Eigentlich so basically wie jeder Berliner Laden. Ja, eigentlich schon. Negroni. Negroni. Oh Mann, warum haben die denn zu? Ja, ja und dann wollten wir eigentlich noch in einen anderen Laden. Der ist da drüber. Ja, ja, ja. Nee. Aya, aya. Das ist so ein Eisladen. Der hat auch zu. Wir sind nämlich gerade in Santa Catalina. Das ist Emma's Old Hood. Wir waren in Santa Catalina. Go to the store. Club Art and Homeware. So Leute, wir waren jetzt noch bei meinem Favorite Spot in ganz Palma. I love it. War das ein Schuppen? Elefant. Ich liebe diesen Platz. Den gab es früher in Ietas und jetzt hat er aufgemacht in Santa Catalina. Aber den gibt es auch noch immer in Ietas, oder? Immer noch, ja genau. Aber das ist jetzt ein zweiter Store und ist von so einem Briten geführt. Und ich liebe es einfach. Die haben den besten Iced Coffee. Also wenn ihr auf der Insel seid, Elefant. Leute, jetzt waren wir
Aber ich dachte, das ist eine Kakerlake. So eine Kakerlake und ein Unikäfer oder so, ne? Aber im Januar. Okay. Komisch. Aber das beschreibt einfach auch Mallorca, weil im Januar ist es wie hier im Juni. Nee. Nee. Wie in Deutschland im Juni. Wir hatten heute vorhin 26 Grad. Wir waren jetzt gerade in meinem Lieblingsstore, wenn es um Bakery Goods geht. Und zwar im Parma Bread. What's Parma Bread minus 2? Bread. 8. Und wir haben uns so. Es ist halt so ein schwedischer Backshop und die haben einfach so geile. Kardamom, Buns und sowas, einfach sehr lecker. Also auch in Santa Catarina, Fiona. Ja. Und auch wenn ein Croissant da 4 Euro kostet, aber ihr kriegt wirklich den. Das Pain au Chocolat ist wirklich. Also, das ist einfach unmatched quality. Wollt ihr sehen, was wir gekauft haben? Nein. Also, wir haben hier so eine Semla. Das ist so ein Kardamom-Bun mit gerösteten Mandeln, Mandelcreme und einfach Mandeln. Und hier in der Tüte haben wir so Pain au Chocolat, so Kardamom-Buns und ein Rosinenbrötchen oder sowas. Ekliges. Leute, wir haben einen kleinen Stop gemacht am Meer. Oh, guck doch mal, wie geil das ist. Ich bin einfach im Januar am Meer. Hallo. Wahnsinn. Das ist so schön. Das ist so ultra schön. Sagen wir Mallorca. Palma de Mallorca. Spanien. Guten Morgen, Leute, und willkommen zurück. Wir haben den 30.01. Bin hier gerade draußen auf der Terrasse und lese mein Buch, A Little Life. Ich komme so schwer durch, obwohl es schon spannend ist. Und es ist auch echt mittlerweile nicht mehr so schwer zu lesen wie am Anfang. Am Anfang war es sehr schwer zu lesen. Ich bin jetzt auch schon bei Seite 180 von 800. Und es ist auch gerade sehr spannend. Es ist schon, es wird jetzt gerade heftig. Alle Leute meinten ja, das ist sehr, ein sehr heftiges Buch. Und ich verstehe es jetzt. Jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo es, glaube ich, sehr heftig wird. Und ja, hier ist irgendwie so ein Vibe zum Lesen. Ich fühle mich hier so serene. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man ist hier so zen. Hört ihr das? Einfach nur Vogelgezwitscher. Traumhaft. I am the view. Fucking bitch. Wir haben uns jetzt ready gemacht. Wir gehen jetzt nämlich Vintage shoppen. Oder das ist ein Vintage Shop, ne? Nee, ich weiß nicht, das ist sowas wie Verkauf in Deutschland. Da gehen wir jetzt hin, weil Emma braucht noch. Thema. Was machen wir da eigentlich? Teller. Und ich will einfach allgemein mal ein bisschen gucken. Und dann gehen wir noch in so ein reichen Viertel und gucken uns ein paar Häuser an, einfach weil wir. Because we can, you know. Because that's our hobby. Ja, wir zeigen sie euch. Also wir sind jetzt hier. Ich stinke. Jetzt hat so einen sauren Geruch. Oh my god. Wir sind jetzt im Gewerbegebiet. Das ist voll interessant, Leute. Das muss ich mal zeigen. Das sind einfach so Lagerhallen-mäßig. Lagerregal. Und es sind. Rückwärts und vorwärts gleich schreiben. Und es sind zwei Seiten, also es gibt zwei Rows, drei sogar, krass. Und dann hat man einfach hier so seinen Stand. Und das ist jetzt so eine Art Vintage-Store. Oh mein Gott, der Tisch ist voll schön. Ich schwöre, hier generell die Einrichtungshäuser, Leute. Wir sind schon an so vielen Einrichtungshäusern vorbeigelaufen. Nur deswegen möchte ich eigentlich nach Spanien ziehen, weil die haben so geile Stores. Der Spiegel ist schön. Wir wollen wissen, wie viel der kostet. Leute, wir sind jetzt einfach am Meer. Hier wurde Emma geboren. Immerhin denkt sie das. Ja, ich hätte gedacht, dass ich irgendwie hier geboren wurde. Ich weiß nicht, aber nicht. Also hier, ein paar Häuser hier runter, ist Emma einfach aufgewachsen. Und das ist ihr Weg zur Schule. Alter, meine Schule. Also das waren jetzt gerade vielleicht Fußweg 3 Minuten. Also Emma hat einfach am Meer gewohnt. Can you imagine, wie krass das einfach ist? Das ist wirklich sehr invasive, dass ich das jetzt filme. Aber seht ihr das? Das hier ist ein Pool. Ein Infinity Pool. Du chillst mit deinen Armen so drauf. Und das ist deine View. Digga. Leute. Ich glaube, wir wissen es nicht. Also wir gehen stark davon aus, wenn ich das jetzt angucke, natürlich. Und die gehen ja dann hier rein und machen das ja so auf. Wir wurden beklaut. Was haben sie da zu sagen? Sorry. Ich finde es witzig. Ich war noch nie bei Emma bei sowas live dabei, weil Emma passiert sowas wöchentlich. Vor allem, wir waren auf einem Parkplatz, wo niemand war. Es war komplett empty. Hä, das kann nicht sein. Lasst euch nochmal hinfahren. Ja, wir fahren da nochmal hin. Vielleicht haben die das auch irgendwie dann weggeschmissen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Hä? Ich meine, was haben sie daraus jetzt geklaut? Warte, ich muss kurz meine Karte sperren. Ey, das ist ein Joke. Pass auf, wir waren an diesem Strand, wo ich gerade eben gezeigt habe. Wir waren da vielleicht maximal 10 Minuten, maximal. Maximal. Und wir standen noch lange am Auto und sind dann kurz um die Kurve gelaufen und wieder zurück. Also wir waren maximal out of sight von dem Auto 3-4 Minuten. Wenn überhaupt. Und da war eine andere Person, die habe ich gesehen, aber das war ja so ein älteres Paar, das die haben ja gefilmt. Ja, also ich habe auch geguckt, bevor wir ausgestiegen sind, da war niemand da. Und wenn die ja noch da gewesen seien, wann hätten die anderen denn das klauen sollen? Auf jeden Fall stand hier hinten eine Tasche, hier. Und die war fake von Goyard. Ja, das war eine fake Goyard. Aber da waren Sachen drin.
Unter anderem unsere Bücher. I think I like this little life. No, I don't like it. Und Emmas, alle Karten von Emma. Kurze Backstory dazu. Letztes Jahr im Sommer, also vor 6 Monaten, kam Emma zu mir zum Geburtstag nach Mallorca und ist mit dem Flixbus nach Mailand gefahren. Bla bla bla, long story short. Hat am Mailand ihren Geldbeutel geklaut bekommen und ist seit 6 Monaten dabei, jede einzelne Karte wieder zu bekommen, weil das ist in Spanien halt so ein Pain in the ass. Und hat jetzt 80% aller Karten gehabt. Jetzt sind sie wieder weg. Jetzt sind wieder alle geklaut worden. Ich habe die letzte Kreditkarte letzte Woche erst wieder abgeholt. Ey, das kann doch nicht sein. Und wir waren gerade so komisch auf der Autobahn. Warum ist denn die Tür offen? Ja, die Tür ist immer noch offen. Ja, aber ich habe jetzt auch eben nicht nachgeguckt, weil ich war mir so, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns da jemand ausraubt. Ey, was soll das denn? Ey, ich bin gerade schockiert. Ja, aber da war niemand am Strand. Nee. Wir fahren da jetzt hin, wir finden die. Ja. Leute, wir sind jetzt hier im angrenzenden Wald und gucken gerade, ob hier irgendwo was hingeschmissen wurde. Weil wir sind unsere Timestamps durchgegangen. Wir haben jetzt zum Glück von allem Videos gemacht. Wir waren insgesamt 3 Minuten außerhalb der Sicht des Autos. 3 Minuten und hier ist gar nichts. Oh Mann. So krass, ich komme immer noch nicht drauf klar. Wir standen hier, sind da hinten lang gelaufen. Nach 3 Minuten sind wir hier wieder zurückgekommen und man sieht hier die Autos. Ich frage mich, wann ist das passiert? Update 18:30 Uhr, die Tasche ist immer noch weg. Ja, und she's gone. Wir waren jetzt bei der Polizei, wir haben uns wieder gefasst. Bei der Polizei ging der AB die ganze Zeit ran, so kann eine Guardia Civil ist das. Könnt ihr kommen? Nee, ihr müsst zu uns kommen, weil wir kommen nicht. War es so, okay, dann kommen wir halt zu euch. Haben das jetzt an, also einmal hat eine Anzeige sozusagen erstattet und wir sind schon wieder relativ funny drauf, es geht. What is the message? Ja, genau, weil Emma passiert sowas immer, also wirklich, ich dachte immer, es ist fake, aber Emma passiert jede Woche genauso eine Scheiße. Ja, entweder bricht ihre Decke ein, aus der Toilette sprudelt wassermäßig, die Waschmaschine geht kaputt, ihr Geldbeutel wird geklaut, jetzt wurde ihre Tasche geklaut, ihr Flug wurde gecancelt, dann bucht sie einen neuen Flug, der Flug wird wieder gecancelt und stürzt mäßig ab, so Sachen passieren ihr. So, wo man denkt, die lügt. Genau, und ich denke jedes Mal so, Emma, halt's Maul, ich weiß, dass du lügst, du hast aber keinen Bock. Aber Emma passiert sowas wirklich. What a life. Das ist 2 Tage später, wir haben den 1. Februar, wild. Heute ist sozusagen mein letzter Tag, morgen ist Abreise, aber auch erst voll spät. Ich glaube, ich fliege erst um 19 Uhr. Also wir haben morgen auch noch den ganzen Tag, was ganz geil ist. Und Leute, dieses Haus hier, wo Emma wohnt, Wahnsinn. Es ist so calming, so serene. Guckt euch, also, das ist einfach die View. Und hier ist kein Geräusch. Außer Pablo. Es ist so entspannend. Emma macht sich jetzt gerade ready und dann, fingers crossed, ich kann es euch nicht versprechen, aber wir nehmen einen Podcast auf, Leute. Eure Gebete wurden erhört. Es wird irgendwie immer gefragt, ob Emma und ich einen Podcast zusammen machen und wir planen es schon seit 2021, denn wir hatten auch schon mal einen Podcast zusammen. Aber jetzt nehmen wir einen Podcast wieder auf und er kommt hoffentlich online. Das ist immer so ein Ding bei mir und immer. Und dann gehen wir nochmal nach Palma und bringen Pablo heute noch zum Hairdresser. Ja, Leute, we're willing it. We're willing it. We're willing it. Wir haben noch nicht so den 100%igen Namen dafür, aber wir haben einen Namen von 2021, den wir echt saugeil fanden. Oh, sorry. I'm just Crying Out Loud. Das passt einfach so gut zu uns. Ich glaube, wir machen das auch. Yeah, Crying Out Loud ist schon cool. Okay, wir nehmen Podcast auf, Leute. Mal gucken, ob er online kommt. So, Leute, wir haben Pablo abgegeben. Bye, Pablo. Big Thumbnail. Emma gave up the dog. Krass eigentlich, dass bei Hunden so viel länger dauert als bei Menschen. Aber okay, die haben ja am ganzen Körper voll. Ja, ich sitze 4 Stunden beim Friseur. Ja, bei mir ist halber Tag. What the fuck? Was machen wir jetzt eigentlich? Müller. Ah genau, Emma geht jetzt noch ein paar Erledigungen machen, ein paar Sachen einkaufen und wir wollten noch zu Jysk. Jysk. Ich weiß noch nicht, ob das heißt wirklich Jysk. Ja, Emma kennt Jysk einfach nicht, Leute. Wie ich krass kenne ist das dänische bitte? Bettenlager. Ja, aber das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ach so. Das ist jetzt Jysk. Aber Jysk ist ein Name oder steht das für irgendwas? JYSK, kann irgendwas Holländisches, glaube ich, oder Dänisches. Oh, und wir haben den Podcast aufgenommen, habe ich es gerade erzählt schon? Weiß ich gerade nicht. Wir haben ihn aufgenommen, wir haben einen Instagram-Account. It's called Crying Out Loud Podcast. Also folgt gerne auf Instagram und ich weiß nicht, ob die Folge schon online ist. Wenn sie schon online ist, ist sie auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Hört euch gerne unseren Podcast an. Er ist überall, wo es Podcasts gibt. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. We will see each other soon, you know? Hallo. Hallo. Ey, ich habe jetzt gerade mit Loewe eingesprüht, Digga. Das ist Cloud. Ja, freut mich. Little Protein Bar Taste Test. Max. Ich habe den von Multipower Brownie Flavor. Ach, und den von Koro. Ja, den hatte ich noch nie, den Max, ja. Looking good, looking delicious. She's sick. Oh. Mm. Mm. Oh. Oh, it's cookie dough and caramel. Mm. Mm. Bei mir ist so eine Schokocreme mäßig drin und der Rest ist Brownie mit Schokolade ummantelt. Bei mir ist so Karamellcreme und der Rest ist Cookie dough und dann Schokolade ummantelt. Können wir empfehlen. Wir waren gerade bei Müller
Inka. Leute, wir holen gerade Pablo ab und ich bin so gespannt, wie er aussieht. Der ist bestimmt jetzt so richtig shiny. Da kommt der, Leute. Guckt ihn euch an. Who are you? Who are you? Schön. Emma hat neue Kissen gekauft. Die passen perfekt zu dem Kissen auch. Aber die Kissen sind echt perfekt. Die kommen draußen auf die Stühle. Das wird so schön aussehen. Hi, Friends. Ist irgendwie immer noch unscharf. Hi. Big News. Es ist in den letzten 5 Stunden echt viel passiert. Wir haben uns dafür entschieden, den Podcast wirklich online zu stellen und sogar noch eine zweite Folge zu drehen. Wir haben uns jetzt hier Pokeballs gegönnt und Emma hat noch Sushi. Und wir gucken jetzt Real Housewives auf. Excuse me, I'm filming. Ich habe mir so eine Pokeball mit so viel geholt, mit Tofu, Chicken, also Fake Chicken. Er hat gesagt, alle Toppings dreimal. Edamame, Ei, Mais, Karotten. Oh, die haben aber einfach unmarinierte Pickled Onions, also wirklich alles, ja. Und Ei. Du hast Sushi geholt und auch eine Pokeball. Ja, aber ich habe so krass Blähungen heute. Was haben wir gestern gegessen? That's it with the video. Also, das war's mit Mallorca. Morgen ist der letzte Tag. Morgen fliege ich nach Hause und... Aber Yannick wird bald wiederkommen. Vielleicht zieht er ja sogar her. In 2 Monaten. Nein. So, see you soon. Bye. Bye.